So, dann begeben wir uns doch jetzt mal das kalte, tiefe Gewässer hinein. Keine Ahnung, wie man das Teil hier steuert. Okay. Gott, das wird so ungewohnt. So. Wer packt denn schon den Scheiß hier runter? Ich meine, sicher. Die andere Frage ist, wer guckt hier freiwillig nach? Gut aufgehoben ist es. Du musst vielleicht unterwegs den Tunnelgleiter verlassen, um Hindernisse auf dem Weg zu beseitigen. Aber verliere ihn nicht aus den Augen. Er ist deine einzige Sauerstoffquelle. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. So, weiter geht's. Als würde meine Haut verbrennen. Du bist jetzt unterhalb des Gefängnisses Eisenwald. Caroline sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Ist das jetzt für mich ein Zeichen, dass ich da langschwimmen soll? Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Ich weiß nur, dass ich hier wahrscheinlich gleich am Abnippeln bin. Boah, Luft. Ich wollte gerade sagen, wie lange kann er denn die Luft anhalten hier? So, weiter geht's, den Tunnel entlang. Der Bereich, in dem du jetzt bist, ist schon länger außer Betrieb. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen. Dann versuchen wir das doch mal. Ach so. Ja, jetzt weiß ich's. Ich hoffe, das passt so. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Komm, let's go. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das tiefe Becken ist ein altes Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Schauen wir mal. Hier was Nützliches finden.
hier ist doch eine Tür. Suche nach einem Mechanismus, um das Becken mit Wasser zu füllen. Perfekt. Es muss komplett gefüllt sein, damit du hinüberschwimmen kannst. Ich liebe Leitern. Bombenangriff auf Berlin. Ein Bombenangriff der Royal Air Force hat letzte Nacht mehrere Wohnbezirke im Stadtzentrum Berlins zerstört. Der Angriff führte zu starken Bränden, die von einigen Augenzeugen als Flammenmeer bezeichnet wurde, das eine Vielzahl von Häusern verschlang. Erste Berichte deuten auf ein Dutzend tote Zivilisten sowie eine Vielzahl Schwerverletzter hin. Mehrere Personen wurden außerdem vermisst gemeldet, nachdem sie Schutz vor den Bomben gesucht hatten. Arme Schweine. So. So, das würde wohl dann reichen. Auf geht's. Heps. Sehr gut, William. Bis in den letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Na super. Mit 11 bin ich über den Fornisee gekarrt. Einer verdammt Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Und auch nicht von Minen übersät, würde ich behaupten. Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um ihn freizumachen. Ich glaube, die Mine hat was damit zu tun. Ja, hat sie. Ach du Scheiße. Achso, die wird jetzt durch die Strömung dahin getrieben. Passt. So einfach ist es. Oh, endlich mal dein Schloss knacken. Was ist hier los? Ah, wir hatten es fast. Zurück, Blasco. Zurück. Noch ein Stück. Nein. Blasco. Geht doch. Ui, Vorräte, Munition. Nägel. Trotzdem bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Boah. Was geschafft oder was? Öffnen von der anderen Seite. William, direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Schon gesehen. Autsch. Sehr gut, Captain Blaskovic. Sie sind nun im Waffendepot. Dies ist Phase 2 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Im Munitionslager gibt es einen Güterzug, der voll beladen ist. Handfeuerwaffen.
Versorgung seiner Streitkräfte braucht. Diesen Zug werden sie kapern. Die Handfeuerwaffen sind für unsere Kämpfer. Aber das eigentliche Ziel sind die Torpedos. Damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen. Doch alles der Reihe nach. Kapern sie zuerst den Zug. Finde den Zug und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat dann weitere Informationen für dich. Sehr gut. Ich muss den Zug kapern. Nein. Verworfen. Das mal alles ausschalten hier. Rüstung vom Hundi nehmen wir mit. Na klar. Hier ist so kaputt. Die Schönste ist splattert. WTF. Das Ding haut schon ordentlich rein. Wenn die Muni gleich leer ist. Perfekt, haben wir es geschafft, oder was? Blasco, du bist auch schon mal höher gesprungen, hier. Haben wir hier eine Tür geöffnet? Ist da schon wieder einer dahinter? Verarsche. Komm, auf die Tür. So, alles mitnehmen hier. Schön alles ausräubern. So.
So, jetzt haben wir hier auch den Shortcut geöffnet. Oho. Miss Spezialtruppen. Na komm, wie ist das? Kann man nicht. Unser Bomberteam befindet sich am verlassenen Bahnhof nördlich von dir, William. Sie warten schon auf Na, RIP. What, mit einmal? Ist das denn ihr Ernst? Ich baller da ganze Schrotflintenmagazine rein. Big Loading Screen of Doom. Egal. Dann halt nochmal. Okay, nicht zu nah an die Viecher rangehen. Check. Große Waffe mitnehmen. Check. Verdammt, Waffe leer. Laden wir sie doch einfach schnell da auf. Und aufladen. So. Verdammte Laserwaffe. Wieder sterben jetzt? Na, war klar. Das gibt's doch nicht. Der letzte Typi macht uns noch platt hier. Es war unglaublich. Ach ja. Na gut, alle guten Dinge sind drei, ne? Also nochmal das Ganze. Push. Super. Unser Bodenteam befindet sich am verlassenen Bahnhof nördlich von dir, William. Sie warten schon auf Oder kann ich einfach abhauen? Ich glaube nicht. Das wäre zu einfach. Geht's hier überhaupt wo lang? Ich glaube nicht. Nö. Nee. Wenn ich einfach abhaue? Geht's wahrscheinlich auch nicht weiter. Nur noch Zug finden und rausbringen, aber der wird hier nicht stehen. Das ist viel zu einfach.
Ne, natürlich muss ich erst die ganzen Feinde eliminieren. Nun denn. Nicht wieder zu nah ran. Ist eh schon gleich wieder rip, weil ich tot bin. Oh mein Gott, hier ist doch der Zug. Oh mein Gott, bin ich dumm. What the fuck? Doch noch geschafft, gerade so ein Hit und ich wäre down. Okay, Johnny. Fahr mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Na, ob das so gut geht. So, aber bevor wir aus dem U-Boot steigen, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal.